Die Städtepartnerschaft zwischen Schwechat und Gladbeck besteht bereits seit über 50 Jahren. 1966 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister den Vertrag mit dem Ziel der Völkerverständigung. Am 16. Dezember 1966 unterzeichneten Otto Koch, damaliger Bürgermeister von Schwechat, und Günter Kalinowski, Oberbürgermeister von Gladbeck, den sogenannten Partnerschaftsvertrag. Seither wurden in den Bereichen Politik, Sport, Kultur, Senioren, Verwaltung sowie im Feuerwehrwesen zahlreiche Projekte und Besuche durchgeführt. Die Städtepartnerschaft ist also eigentlich fast 53 Jahre alt. Aber seit 1969 war es sozusagen der erste Jugendsportaustausch mit der Stadt Gladbeck Schwechat. Und heute feiern wir ein Jubiläum, weil die Leute, die damals nach Gladbeck und umgekehrt eben auch zu uns gekommen sind, die sind heute da und die wollen wir empfangen und eben auch gebührend hochleben lassen. Ich bin 1969 im Rahmen des Jugendsportaustausches mit vielen der heute auch hier Angereisten erstmalig von Gladbeck nach Schwechat gereist mit einer Sportgruppe zu einem Jugendvergleichskampf. Wir hatten seinerzeit alle Teilnehmer so eine Medaille bekommen in Erinnerung an dieses Treffen. 1969, die habe ich natürlich in Ehren gehalten und bei mir in der Vitrine lacht mich diese Medaille jeden Tag an. Die Stadt Gladbeck liegt im nördlichen Ruhrgebiet im Nordwesten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Die Städtepartnerschaften wurden damals mit dem Ziel, Völkerverständigung auf kommunaler Ebene zu betreiben und ein friedliches Europa zu fördern, gegründet. Menschen, die sich persönlich kennenlernen und zu Freunden werden, können sich auch in schwierigen Zeiten friedlich begegnen. Es hat uns unheimlich gefreut, dass wir wieder von den Gladbeckern aus unserer Partnerstadt etwas gehört haben, vor allem von unseren alten Freunden. Und es hat uns unheimlich begeistert, dass sie so einen Drive gehabt haben, gesagt, okay, wir kommen. Und wir haben uns gestern wieder gesehen, das erste Mal nach so langer Zeit. Und es war so, als hätten wir uns vor circa einem halben, dreiviertel Jahr getroffen, gesehen bei dem Ausgleichskampf. Also das war fantastisch, wie sie eigentlich diese Freundschaft über diese vielen Jahre gehalten hat. Das 50-jährige Jubiläum des Sportaustausches und die langjährige Freundschaft weckt schöne Erinnerungen bei den Bewohnern beider Städte. Also für mich persönlich sind diese Erinnerungen sehr schön. Ich bin seit 1971 im administrativen Bereich für diesen Sportaustausch tätig. Also das heißt, mein damaliger Chef, der Herr Strackern Senior, hat das organisiert und ich habe alles in der schriftlichen Form, was man hier an den Blättern, hier die einzelnen Ergebnisse, das habe auch alles ich getippt. Und das habe ich über 40 Jahre lang gemacht und es war eigentlich immer eine Freude, für diesen Sportaustausch zu arbeiten. Man lernt sehr viele Leute kennen und es haben sich auch daraus wirkliche Freundschaften entwickelt. Mit Gladbeckern, mit denen bin ich jetzt noch in Kontakt, schon seit über 50 Jahren. Und das ist ganz einfach schön, wenn man sieht, der Sport verbindet auch die Menschen in Österreich und in Deutschland. Man sieht, dass sich dadurch eben auch Freundschaften entwickeln können. Durch den Sport gelingt das natürlich ein bisschen einfacher. Und wenn sich schon junge Leute zusammentun und dann eben auch Kontakt halten und das dann auch in eine Freundschaft übergeht, dann ist das natürlich wunderschön, wenn wir dazu sozusagen den Anstoß gemacht haben. Was bedeutet diese Städtepartnerschaft denn für Schwächert? Also ich habe ja, als ich begonnen habe als Bürgermeisterin, mir nicht wahnsinnig viel damit anfangen können und war einfach neugierig, was erwartet einen, wenn man Städtepartner besucht, und habe sehr schnell gerade in Gladbeck gelernt, was man alles von anderen lernen kann. Und ich mag diesen Städteaustausch ganz besonders gern, erstens, weil ich dort unglaublich herzlich aufgenommen worden bin und auch weil wir so viel Gemeinsames haben. Wirklich gute Freunde sind eben ganz selten, so Bürgermeisterin Karin Bayer. Wir haben sehr viele schöne, wunderschöne Sachen und Zeiten verlebt und das bindet natürlich und das ist schon eine tolle Geschichte. Wenn Sie jetzt auf die nächsten 50 Jahre blicken, gibt es denn welche Dinge, die Sie erreichen möchten? Haben Sie Ziele? Wir wollen das auf jeden Fall weiterführen, weil wir das für eine sehr gute Sache halten. Sport, der generell ist bei uns ein großes Thema in Schwechat und eben auch mit unseren Partnerstädten.
wollen wir das in dem Sinn weiterführen und natürlich auch dementsprechend anpassen an die Gegebenheiten. Ich finde es immer schön, wenn es einen Austausch gibt, jetzt nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch was die Bevölkerung angeht. Wir haben eine unglaublich rege Feuerwehrfreundschaft mit den Gladbeckern. Wir haben eine wirklich wieder sehr aktive Sportlerfreundschaft. Wir haben ganz dicke Freunde zwischen den Pensionisten da und dort. Und eben auch die politische Ebene. Und jede dieser Gruppen, wenn die zusammenkommen, spürt man diese freundschaftliche Nähe. Und das ist in Zeiten wie diesen nicht immer ganz selbstverständlich, dass Freundschaften auch über viele Kilometer halten. Und da sind wir, glaube ich, ein leuchtendes Beispiel, wie es auch gehen kann.